Also eigentlich habe ich ja die Feststellbremse eingezogen, aber irgendwie ist das Auto gerade weggerollt. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. In diesem Sinne einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Minecraft oder wie buddel ich am besten im Dreck? Nein, natürlich Gold Rush in diesem Sinne. Ich weiß gar nicht, warum ich immer Minecraft sagen möchte. Wahrscheinlich, weil ich in den letzten Jahren zu oft zu viel Minecraft aufgenommen habe. Keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. So, heute machen wir einen neuen Waschgang im Endeffekt. Wir haben hier alles voll gemacht und ich hoffe, dass wir hier noch so ein bisschen Gedöns reinbekommen. Ich würde gerne wieder ein Clean Out machen, ohne Witz. Würde ich echt gerne machen. Ich habe mich jetzt nicht drum gekümmert, was ihr in die Kommentare geschrieben habt. Ich habe mich jetzt nicht drum gekümmert, was ich für ein Gesprächsthema suche, denn ich möchte einfach nur jetzt mal so langsam, aber sicher darauf hinweisen, dass ich mich in den nächsten Wochen tatsächlich ranmache und für den Urlaub vorproduzieren werde. Denn ich bin ja nun kein Vollzeitaufnahme-Gedöns-Typ, sondern so nach der Arbeit Hobby just for fun mäßig. Saka. Jig-Jig. So, den brauchen wir nicht. Genau, und deswegen laufe ich Gefahr. Hast du jetzt Wasser drin oder nicht? Ich habe jetzt keinen Ton an, deswegen weiß ich das nicht. Ich höre das nicht. Ohne Witz. Ist da jetzt Wasser drin? Sieht so aus, ne? Ja, alles klar. Und da ist halt der Knackpunkt, dass ich... Wärst du schon? Oh ja. Da ist halt der Knackpunkt, dass ich, wie gesagt, schon mal anfange, jetzt für den Urlaub vorzuproduzieren, denn ich fahre in gut und gerne, was haben wir heute? 4 Wochen. In 4 Wochen fahre ich in den Urlaub für 14 Tage. Da bin ich nämlich weg. Da bin ich weg, 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 weg. Und dann habe ich keinen Bock, noch irgendwo mich drum zu kümmern. Deswegen werde ich jetzt so langsam, was ich ja vorproduzieren. Und deswegen wird es jetzt darauf hinauslaufen, dass die Folgen auch hier von Gold Rush entsprechend kürzer werden. Leider Gottes ist so, tut mir leid. Aber ich muss da so ein bisschen dran denken, dass ich jetzt mich nicht übernehme, so dass wir dann auch angenehme Folgen haben. Das heißt, ich werde jetzt alles, was ich jetzt so mache, so ein bisschen im Voraus machen, so dass wir einen kleinen Vorsprung haben, dass ich dann zum Urlaub hin ganz gechillt fahren kann und weiß, ihr habt für 3 Wochen Videos. Das heißt, ich muss jetzt für 4 Wochen plus 3 Wochen, sind 7 Wochen nach Adam Riese, vorproduzieren. Und das ist natürlich schon ein hartes Brett, ne? Das ist echt ein hartes Brett, muss man ja echt mal so sagen. Aber ich werde es halt versuchen, dass ich dann jeden Tag mindestens ein Video hinbekomme. Ich weiß nicht, was ich mit Minecraft mache. Ich muss da echt lügen. Ich habe da noch keine Ahnung von, wie ich das handhaben werde. Ob ich da auch für Minecraft aus... Ob ich da auch für Minecraft für jeden Tag eine Folge mache oder ob ich die nur 14 Tage schon, alle 2 Tage was mache oder so. Ich weiß es noch nicht genau, wie ich das handhabe. Auf jeden Fall werde ich da was tun. Das heißt, ihr bekommt alle hoffentlich die ganze Zeit über Videos zu sehen von mir. Natürlich werde ich auch für meine neuen Zuschauer wieder ein neues Video im Urlaub drehen. Natürlich ein Vlog und so was alles werde ich natürlich machen, klar. Die Leute, die schon länger hier sind, haben das schon mal gesehen, die kennen das. Ah ja, okay, er wollte alles klar. Die kennen das, die, also ich habe das schon mal gemacht. Wir fahren wieder, gleiche Ort, gleiche Stelle, gleiche Welle, wie immer, wie jedes Jahr. Nur, dass wir dieses Jahr früher fahren, wie sonst. Und von daher ist mein Urlaub dieses Jahr auch etwas früher, als sonst, so zu sein. Na, was haben wir? Oh, dicke, fette Unzen gewunden. So. Aber den Eimer packt da noch nichts rein, ne? Das muss ich per Hand. Per Hand manuell irgendwie rausschaufeln, ne? Okay, alles klar. Das kriegen wir, glaube ich, aber hin. Daran soll es nicht scheitern. Nee, nur, dass ihr Bescheid wisst, dass ich jetzt, wie gesagt, anfange, so ein bisschen vorzuproduzieren. Auch wenn ich euch Fragen stelle und ihr wisst, es ist eine Vorproduktion, ruhig reinschreiben. Ich freue mich über jedes Kommentar. Ich lese und ich antworte natürlich schriftlich, definitiv. Und werde mir das auch zu Herzen nehmen. Ach, da muss er noch ein bisschen absammeln. Okay, werde mir das auch zu Herzen nehmen. Ich freue mich über jedes Kommentar. Riesig, ohne Witz. Ich freue mich wirklich über jedes Kommentar.
So, jetzt sind wir hier schon bei 30%. Das heißt, wir sollten jetzt auf Dauer gesehen eigentlich mit zwei Waschgängen dann eigentlich durch sein, oder? Wir können aber auch anfangen und jetzt schon mal ein Clean-Out machen. Ich bin da echt gespannt, was wir dabei rauskriegen. Da bin ich echt drauf gespannt. Pass auf, wir machen den Cut mal aus. Machen hier einfach mal so einen Notstopp. Feierabend. Und dann werden wir zusehen, dass wir hier mal ein Clean-Out machen. Ich weiß, ist eigentlich eine Verschwendung, aber wir machen einfach ein Clean-Out. Das machen wir auch. So. Dementsprechend. Alter. Ja, guck. Wie cool. Wie mache ich das? Hallo, was? Lol. Wie nehmen wir? Licht? Ach, was? Damit mache ich das. Da muss ich da drin lassen. So. Ist das süß. Ne. Ist das süß. Wie cool. Da hebt er das Gitterchen hoch und dann nimmt er die kleine Gartenschaufel und hängt das da rein. War das vorher auch schon so? Das haben die doch neu gemacht, oder? War doch bestimmt mit der großen Schaufel. Kannst du sagen, was du willst. So, der Eimer, da ist ja richtig was drin. Wie geil. Ey, voll wie geil, ey. So, das kippt man jetzt wo rein? Ich habe das Gefühl, das kommt. Ich habe voll das Gefühl, das kommt hier rein. Da rein oder erst da rein? Ich kipp das mal hier rein. So, pass mal auf. Dann machen wir nochmal Strom an. Wasser haben wir ja sowieso drauf. So, komm mal her. Nein, ich brauche Stecker. Ich brauche Strom. Ich brauche einen Stecker. Ich brauche einen Stecker. Ich brauche einen Stecker. Komm. Komm. Komm mit. Komm einfach mit. Okay. Ich habe... keinen Verteiler. Das heißt, wir müssen den Stecker von hier wieder rausziehen. Schade auch, hätte ich ja mit dran denken können. Als ich das Ding verkabelt habe. Hallo. Oh Leute, der ist leer. Die sind alle leer. Okay. Dann machen wir wieder voll. Krass. Was saufen die denn? Die spinnen wohl. Ohne Witz. Wow. Der Magnetitabscheider hat alles aufgesaugt. Sehr schön. Das ist hier mal Gold. Ist wahrscheinlich alles 1:1 rausgeflossen, ne? Das heißt, das mit dem Magnetit hätte ich mir, glaube ich, auch schenken können, so wie es aussieht. Aber macht gar nichts. Hallo? Hallo? Ah. Würdest du bitte mitkommen? Wäre toll. So, jetzt bin ich mal gespannt. 15, Alter. Den hat es ja richtig zerrissen eben. Das sind 10.000 Unzen.
Nein, 10 Unzen. 10.000? 10 Unzen, ne? 10 Unzen. Sind 10 Unzen sind dabei rausgekommen. Krass. 10 Unzen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Nicht aus diesem halben Eimer. Krass. Nicht schlecht. 10 Unzen aus dem halben Eimer. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. So, pass auf. Dann machen wir das hier unten auch. Und fischen den hier einfach mal raus. Nehmen die Matten mit und schmeißen die oben allesamt in diesen Wascheinheitsgedönsvogel rein. Ich weiß immer noch nicht, wie der heißt. Wie ist der Name? Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie der heißt. Ich kann es nicht verraten, weil ich das nicht weiß. So. Dann geht das hier. Hallo? Dann geht das hier weiter. Einmal clean out, bitte. Und dann gilt es eigentlich nur noch damit, hier zu waschen. Ist ja auch irgendwo langweilig, ne? Waschen, Gold sammeln und so weiter. Schreibt doch bitte mal ins Kommentar, wie wir als nächstes vorgehen sollten. Ob wir jetzt die Maschine weiter ausbauen, ob wir vor allem, wie wir auch schneller diesen ganzen Dreck da rauskriegen. Das kann ja nicht sein, dass wir dann nur buddeln wie blöd und eine Folge nach der anderen hier mit irgendeinem Scheiß voll machen. Muss ja auch irgendwie schneller gehen. Meine persönliche Meinung, es muss schneller gehen. Es geht gar nicht anders. Es muss. Freunde, es muss. Es muss. Weil ich würde ja schon gern dieses Spiel weiterspielen. Vor allem, wie gesagt, interessant ist es halt auch mit den Verschleißteilen jetzt. Ne? Du hast hier Verschleißteile, die repariert werden müssen. Das finde ich schon mal ganz cool eigentlich. Das muss ich echt sagen. Das finde ich cool. So, sehr gut. Dann machen wir jetzt die Wasserpumpe an. Und den Goldtisch. So, Wasserpumpe einmal ein- und aus. Das finde ich aber auch ein bisschen nervig, dass man die nochmal ein- und ausschalten muss, damit die überhaupt Wasser fördert. Und dann können wir dieses Ding einschalten. Dann haben wir nämlich hier Strom. Ein Eimer Wasser ist dran. Und wir können ihn schalten. Ja, ja. Pap. Okay, dann bin ich ja mal gespannt. Wir haben 9% Gold rausbekommen. Okay. Und nach wie vor finde ich es nervig, dass wir hier nur eine Matte nehmen können. Das heißt, du rennst jedes Mal wegen einer Matte hin und her. Und wieder hin. Okay, ich mache das Wasser aus. Das nervt. Tatsächlich. Ja, das finde ich nervig. Wenn jedes Mal diese Meldung kommt, da kriegst du einen Vogel. Schnauze. Ist wirklich so. Da kriegst du echt einen Vogel. Das ist ja nervig. Ohne Witz. Das ist ja echt nervig. Ja, wie gesagt. Also ich hätte es ganz gerne, wenn man jetzt hier so 2 oder auch 3 Matten maximal nehmen könnte, die man dann hier reinhängt. Dass du nicht wegen jeder Matte einzeln laufen musst. Das, echt, ja, ohne Witz, das nervt. Das nervt. Aber warum die Spieleentwickler das nicht nachverfolgen? Oder haut das nicht hin? Sind die zu doof, das zu programmieren? Ja, ist so. Muss ich erstmal so ganz klar fragen. Sind die aber zu doof? Oder ist das zu schwierig? Oder geht das nicht? Oder ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Das sind Fragen über Fragen, die mich aber jedes Mal aufs Neue beschäftigen, warum ich diese Matte nicht mit 2 Händen anfassen kann und somit auch 2 Matten tragen kann. Oder vielleicht auch 3. Jeder, der schon mal irgendwie eine Matte getragen hat, das ist das Beispiel Platzdeckchen für einen Tisch. Es gibt ja schon mittlerweile hier diese Untersetzer, ne? Wenn du einen Tisch deckst und das sieht ein bisschen oder soll ein bisschen schöner aussehen, dann hast du quasi so ein Tischset, so ein Untersetzer halt, ne? Bei dem einen ist aus Plaste, bei dem anderen ist aus Stoff zum Rollen oder der andere hat Holz oder. Und da geht das da auch. Da kannst du doch als Mensch auch von diesen Dingern mehr
als nur einen nehmen. Da kannst du doch auch 2, 3, 10, 100 nehmen. Ist halt so. Und wenn du das dann nochmal in einen Eimer reinpackst, dann geht das eben halt nochmal schneller. Ja, ich, sorry, aber ich verstehe es nicht. Es ist mir einfach zu hoch. Ich verstehe es nicht. Tut mir leid. Gut, dann würde ich sagen, der saved auch gerade hier automatisch. Dann würde ich sagen, wir machen eine Folgenpause. Danke fürs Zuschauen, bewertet den Part und dann sehen wir uns. Morgen ist Sonntag, ne? Zum nächsten Part von Gold Rush. In diesem Sinne euch noch einen schönen Samstag. Angenehme Schwitzen oder auch schönes Gewitter oder angenehmen Regen oder friert schön oder liegt schön in der Badewanne. Ich habe keine Ahnung. Macht irgendwas. Hauptsache habt Spaß. Bis dann. Ciao.